Okay. Hätte ich da sterben können? Das war jetzt Zufall, dass ich angehalten bin. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich hätte sterben können. Boah. Okay, gut, dass ich nicht gestorben bin. Sagt er da gar nichts zu dieser komischen Falle? Ich meine, das ist ganz normal für ihn, dass da mal sowas aufgebaut ist und dass da was runterfällt. Okay, dann. Ja, ich bin das jetzt nicht so gewohnt, aber bitte. Für ihn ist das anscheinend normal. Hängen hier Stühle im Baum oder was ist das? Oder soll das Schaukeln sein? Nee. Was ist denn das? Kann ich nicht so ganz deuten. Okay. Okay, da geht's weiter. Ist hier noch mehr? Mal gucken. Nur sieht nicht so aus. Und hier ist wieder ein Brunnen, ne? Ja. Aber der ist wieder zu dunkel. Okay, dann ja gut, dann gehen wir weiter. Das ist nur einer. Vielleicht lasse ich dich auch einfach leben. Was ist denn in diesem Raum drin? Ich sollte aufhören, vielleicht alles totschießen zu wollen. Vielleicht lassen sie mich ja auch mal in Ruhe. Da hat die Kamera jetzt allerdings gerade nicht so schön umgeschwenkt. Halt nochmal. Silent Hills My Support Society Wish House. Dies ist das Waisenhaus, das von diesem Kult geführt wurde. Silent Hills My Support Society Wish House. Was für ein Name, ey. Das ist, ja, ich dachte, ich kann da rein. Ja, ja, danke. Okay, da ist wieder ein Ausgang. Okay, da ist ein Ausgang. Ja, das passt aber ganz gut. Dann können wir gleich die Aufnahme beenden. Aber ich gucke mich natürlich erstmal nochmal hier um. Muss eine Art Kinderspielzeug sein. Kinderspielzeug. Achso, das sind so Gummibälle oder sowas. Okay. Ich dachte schon, da wird irgendwas liegen, was Totes und Blut und... Naja. Sieht wie Graffiti von einem Kind aus. Ja, es ist ja auch ein Waisenhaus, ne? Was ist mit dieser Tür? Ach gut, ich wollte doch gar nicht. Ich wollte doch gar nicht. Nee, warte mal. Ich will mich erstmal hier umgucken und eventuell den Speicherpunkt dann nutzen. Erstmal gucken wir uns hier in Ruhe um. Oh, da ist ein Werkzeugkasten oder sowas. Ist da vielleicht was Tolles drin? Nein, ist nicht. Okay, Munition haben wir echt noch genug. Deswegen behalte ich erstmal die Pistole ausgerüstet. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass auch in diesem Spiel wieder Endgegner und sowas auf uns zukommen werden. Oh, da können wir auch raus. Ach du Scheiße. Sagt denn die Karte? Also hier gibt es einige Bereiche zu erkunden. Puh, ja, wo gehen wir als erstes hin, ne? Große, große Frage. Erstmal gehen wir den Weg hier zu Ende ab. Gucken, was hier noch so ist. Dieses Ambiente hier, ne? Erinnert mich gerade ein bisschen an ein Setting aus Resident Evil Code Veronica X, wozu ich auch noch ein Let's Play machen werde. Ein Let's Replay, um genau zu sein. Es ist eine Schaukel. Sieht aus, als wäre sie schon lange nicht mehr benutzt worden. Und da gibt es auch so eine Hütte, die ähnlich aufgebaut ist wie diese hier. Auch wie dieser leicht amerikanische Stil, praktisch, dass man so eine kleine, so eine Vorveranda, sag ich mal, hier hat, bevor es ins eigentliche Haus geht und so. Es ist ziemlich cool. Mir gefällt sowas. Ich mag das sehr gerne. Da geht's also zurück. Und da ist noch eine Tür. Alter Schwede. Da kommen wir auch durch? Boah, da kommen wir auch durch. Ach du meine Güte. Ist das hier ein geschlossener Raum? Das Waisenhaus an sich scheint ja nicht so riesig zu sein, ne? Wollen wir da erstmal reingucken? Das ist ja anscheinend nur ein Raum, das Waisenhaus. Gehen wir nochmal zurück. Gucken wir da mal rein. Das ist ja anscheinend nur dieses Gebäude hier in der Mitte. Es sei denn, es geht wieder nach unten und dann gibt es noch einen Keller und noch einen Keller. Kann ich mir gut vorstellen. Aber wir gucken uns erstmal hier drin um, würde ich sagen. Und da ist was an die Wand geschrieben. Das möchte ich lesen. Halt. Jemand hat eine seltsame Nachricht eingeritzt. Ja, warum liest du die denn nicht vor? Ich kann es nicht entziffern. Okay.
Gut. Okay, Waisenhaus ist verschlossen. Hätte jetzt auch anders sein sollen. Ja, okay, ich sag jetzt einfach mal, wir nehmen diesen Raum als erstes. Und gucken uns da ein wenig um. Und wenn es zu bunt wird, gehen wir abspeichern. Sieht aber weitaus größer aus als nur so ein kleiner viereckiger Raum. Wahrscheinlich habe ich jetzt genau den Weg genommen, wo das gefährlichste Monster auf uns lauert. Und diese ganzen Brunnen überall sind so viele. Liegt da was? Nee, schade. Was ist das? Eine Art Mine? Okay, hier ist zumindest kein Sound. Das ist ein Schuppen, okay. Etwas größerer Schuppen, okay. Ja, was haben wir denn hier alles Schönes? Das sind irgendwie Stahlträger. Langstielige Werkzeuge. Okay, so kann man es auch nennen. So, was haben wir denn hier? Ah, hier liegt auch noch was. Wie gesagt, ich hätte immer noch gern ein bisschen Energie. Was ist das? Wozu könnte das wohl verwendet werden? Ich dachte, du könntest mir das sagen. Ach, Moment. Ja. Hallo. So. Ja, genau. Du sollst schon die Viecher hauen. So. Geh hin. Die können wir ruhig mal hauen. Hey, was hast du denn gemacht? Bam. Das war ein bisschen komisch, aber okay. Also schon komische Viecher. Könnte auch, also von den Flügeln her schon fast eine Fledermaus sein, aber ich weiß es nicht. Summen wie so ein Insekt. Keine Ahnung, was das sein soll. Hängt da oben Beine durch? Ja, ich denke schon. Was haben die damit wohl gemacht? Hat dieser Kult mit all dem etwas zu tun? Hm. Ja, ist naheliegend vielleicht, ne? Ich weiß ja nicht, bevor ich mich hier zu stark wieder in irgendwelche Theorien verwurzel, auf der anderen Seite des Metallnetzes ist etwas. Mein Gott, das stinkt. Hier gibt's nichts Interessantes, aber ja. Ja, ich meine, bevor ich mir hier wieder die größten Theorien zusammenspinne und hinterher ist es dann doch einfach nur verworrener Kram, der zusammengestückelt wurde. Ja, deswegen will ich erstmal noch gar nicht zu viel da reininterpretieren und erstmal gucken, was denn noch so passiert. So, da ist offen. Wo geht's denn hier hin? Alter, was für ein großes Gebiet! Was ist das? Medipack. Oh, danke. Das ist schön. Das freut mich sehr. Was war das? Jemand hat eine seltsame Nachricht eingeritzt. Ja, die kannst du nicht lesen. Ach, hier ist noch wieder ein Löchlein zum Speichern. Okay. Gut. Hier steht auch etwas Seltsames. Überall stehen seltsame Nachrichten und kein Mensch kann sie lesen. Das ist schön. Aber jetzt wird das Spiel langsam so ein bisschen ruhiger. Das gefällt mir. Ich mag sowas ganz gerne. Ach, Toluca-See, den kennen wir ja noch. Der ist doch in Silent Hill. Sind wir wieder in Silent Hill? Ja, logisch, wenn das Waisenhaus in Silent Hill ist, ja. Ah, Alex, ja, guten Morgen. So, was haben wir da? Gut, dann gehen wir nochmal hier rein. Hm. Ach so. Hä? Ach, das war's schon. Ja, hat jetzt nicht so viel Neuigkeit gebracht, ne? Bis auf dieses einige Kritzel da halt wieder. Jo. Wahrscheinlich hat jede Abzweigung jetzt ihren kleinen Bereich hier mit verschiedenen Sachen. Ich guck gerade auf die Uhr. Gucken wir uns noch einen Bereich an oder nicht? Eigentlich ist es schon gleich soweit. Na, wir gucken mal. Vielleicht eine Tür gucke ich mir vielleicht gleich nochmal an. Zumindest haben wir ein Midi-Pack gefunden. Das finde ich schon mal sehr schön.
Eine Tür nehmen wir uns nochmal kurz vor. Welche sieht denn von der Karte her nicht so groß aus? Ist, glaube ich, egal. Ich gehe mal rechts lang. Der führt vielleicht auch zur Klippe. Also, ich meine, rechts meine ich hier hinten und dann rechts. Ist da was drin? Ach, das ist ja wieder so ein Kinderspielzeugkram. Gucken wir uns das nochmal eben kurz an, bevor wir diese Aufnahmesession beenden. Diesen Raum untersuchen wir jetzt nochmal. So. Okay. Da dürfen wir nicht lang. Also manchmal erzeuge ich selbst diesen Kamerawechsel, nochmal zur Erklärung. Nicht, dass ihr euch wundert, wieso zuckt das so komisch oder so. Weil ich dann immer hoffe, ja, vielleicht erkennt er jetzt was Besseres. Also dieser Raum ist jetzt sehr, sehr, sehr sinnfrei. Ist da auch nichts eingezeichnet? Mö. So. Gehen wir ruhig nochmal eine weiter, weil in dem Raum war jetzt ja gar nichts. Ich möchte irgendwas wenigstens noch finden. Hören wir so einen Schrei. Och nö. Ich finde die sehr merkwürdig, muss ich sagen. Ja, er steht immer wieder auf. Komm. Leute, das tue ich mir jetzt, glaube ich, nicht mehr an. Das sind irgendwie die Gegner, die ich am wenigsten leiden kann, muss ich sagen. Aber okay, das soll uns jetzt alles noch nicht stören. Also dieses Hundegejaule finde ich sehr, sehr geil. Wir krabbeln jetzt nochmal durch die Röhre und speichern ab. Und dann war das die erste Session von Silent Hill 4 The Room. Also ich bin doch sehr angetan, hier auch weiterzuspielen. Ich freue mich auf die nächste Session. Es sind schon einige neue Aspekte hinzugekommen. Gerade dieser Bereich praktisch, dass man immer wieder jetzt in der Wohnung aufwacht und da halt auch in der Ego-Perspektive rumlaufen kann. Auch wenn das jetzt kein Riesenbereich ist, aber finde ich ganz cool. Und von dort aus praktisch dann immer in so neue Bereiche kommt durch Traumsequenzen. Finde ich eine ganz coole Idee. Doch, muss ich sagen. Und was da alles hintersteckt, das werden wir hoffentlich dann in der nächsten Session so langsam herausfinden. Eine Mitstreiterin haben wir bereits verloren, die Cynthia. Die ist jetzt dood. Aber nichtsdestotrotz, wir werden bestimmt noch weitere Personen hier kennenlernen, denke ich mal. Einen verwirrten Typen haben wir ja schon kennengelernt, der uns den Namen nicht verraten hat. Und wir haben den Besitzer des Autos da gehört. Okay, den Telefonanruf machen wir noch, Leute. Den Telefonanruf machen wir noch. Und dann speichern wir ab. Komm her. Den nehmen wir noch eben mit. Den nehmen wir noch eben mit. Das ist gar nicht das Telefon, ne? Moment. Ist das die Türklingel? Das ist die Türklingel, oder was? Das finde ich ja geil. Scheint so. Gucken wir mal. Geh nicht hinaus, Walter. Ja, du sollst da durchgucken. Wer ist denn da vor der Tür? Unsere Nachbarin. Help me! Help! Let me out of here! There's something going on in this room. What do you mean? I heard weird noises coming from inside there. Help! Hey, Richard, can you see anything from your window? No. Everything looks pretty normal to me. The guy who lives here, what's he like anyway? I know his name and face, but that's about it. Well, I'm gonna go call the super. Yeah, good idea. Ja. They can't hear me.
Vielleicht wird uns der Hausmeister ja befreien. Ich glaube es zwar nicht, aber das werden wir alles in der nächsten Session herausfinden. Zumindest macht man sich langsam Sorgen um uns. Das ist ja schon mal was. Gut, Leute, speichern wir ab und beim nächsten Mal geht's weiter dann im Waisenhaus. Wie schön. Gut, abspeichern. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin Spaß und euch gefällt das Spiel ebenso gut wie mir bisher, falls ihr das Spiel noch nicht kennen solltet. Und diejenigen, die es kennen sollten, die freut es hoffentlich auch. Wie zum Beispiel die Steffi, die Aschzaha. Ich muss dich mal kurz an dieser Stelle erwähnen, denn ich weiß, du guckst dir dieses Let's Play mit Sicherheit an. Ja, ich hoffe, ich stelle mich nicht allzu dusselig an und wenn doch, dann kann ich nichts dafür, weil es ist halt blind und ich bemühe mich ja. Okay. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und in der nächsten Session wird wahrscheinlich die Vampy, das Vampire Girl, 3672 zu Gast sein. Sollte es nicht klappen, bin ich halt wieder allein dabei, aber sie sollte auf jeden Fall dabei sein. Wir werden es sehen. Okay, bis dahin, euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.